Hallo und willkommen zum nächsten Home Workout. Wir steigen wieder ein mit dem Warm-up und zwar 60 Sekunden Intervalle, die kennt ihr ja mittlerweile wahrscheinlich. Wir machen die Arm Raises, nicht an der Wand, sondern einfach so im Raum. Dann die Jumping Jacks, also Hampelmänner. Push-up to Down Dog heißt, ihr macht immer eine Liegestütze. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die auf den Knien machen. Und dann geht ihr einmal in den herabschauenden Hund, das Ganze immer im Wechsel. Dann die Glute Bridges und Air Squats, also Kniebeugen. Dann kommen wir zum Mobility Part. Wir haben zwei verschiedene Übungen und die haltet ihr jeweils für 45 Sekunden pro Seite. Die erste Übung ist der Ankle Stretch für die Fußgelenke. Da stellt ihr den Fuß hoch auf eine Box oder einen Stuhl und die Pigeon Pose, auch 45 Sekunden pro Seite. Und dann seid ihr hoffentlich warm genug für unser Workout. Unser Workout hat heute zwei Teile, Teil A und Teil B. Teil A ist nicht auf Zeit, sondern da geht es ein bisschen darum, Kraft aufzubauen, heute für den Handstand bzw. den Handstand-Push-Up. Deswegen ist der erste Teil drei Sätze mit jeweils 10 Elevated Handstand-Push-Up. Das heißt, ihr legt euch ein Kissen oder irgendwas, was ihr da habt, unten drunter. Ihr baut euch das Ganze so hoch, dass ihr die Handstand-Push-Ups gut machen könnt. Und macht dann drei Sätze, jeweils 10 Stück und zwischendrin könnt ihr euch so viel Pause nehmen, wie ihr dafür braucht. Dann macht ihr drei Sätze, jeweils 5 Pike Push-Ups und das Ganze machen wir heute mit Kadenz. Das heißt, ihr habt ein Zählmuster vorgegeben. Ihr nehmt euch 5 Sekunden für den Weg nach unten, also schön langsam, wenn ihr runter auf den Boden geht mit dem Kopf. Dann macht ihr unten keine Pause, drückt euch explosiv wieder hoch. Oben keine Pause und wieder 5 Sekunden abwärts. Dafür stehen die Zahlen hier hinten dran. Auch 3 Sätze, davon 5 Wiederholungen jeweils. Dann kommen wir zum Teil B. Teil B ist heute auf Zeit, also da dürft ihr dann ein bisschen Gas geben. 8 Minuten Unwrap, das heißt 8 Minuten so viele Runden, wie ihr schafft, von 8 Incline Push-Ups. Das heißt, ihr stellt die Füße irgendwo hoch, ihr könnt die auf einen kleinen Hocker, auf die Couch, was auch immer ihr zur Verfügung habt, die Füße hochstellen. Und macht dann Liegestützen. Je höher die Füße sind, also je höher der Gegenstand ist, auf dem die Füße oben stehen, desto schwieriger werden die. Das heißt, ihr skaliert euch das nach euren Fähigkeiten, könnt zum Beispiel auch nur ein Buch nehmen, dann habt ihr einen relativ kleinen Absatz nur. Oder wer es schwieriger haben will, der nimmt halt einen kleinen Tisch oder eben die Couch zum Beispiel. 8 Incline-Push-Ups. Und 16 Single-Leg-Squats, auch Pistols genannt, immer abwechselnd rechts und links, das heißt 8 rechts, 8 links, 16 insgesamt. Davon 8 Minuten, so viele Runden, wie ihr schafft. Zum Cooldown haben wir nochmal 3 verschiedene Übungen. Ihr macht 90 Sekunden lang den Hamstring-Stretch und dann jeweils 90 Sekunden pro Seite den Couch-Stretch und den Chest-Stretch. Und dann habt ihr es geschafft für heute, viel Spaß dabei, markiert uns in euren Beiträgen, wenn ihr möchtet. Und ansonsten bleibt gesund, haltet euch fit und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Bis dann!